Und erneut herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Präventions-TV des Deutschen Präventionstages. Es geht noch einmal um den 27. Deutschen Präventionstag und in diesem Falle etwas spezieller um das Schwerpunktthema. Seit vielen Jahren ist es Übung, dass wir zum Schwerpunktthema Gutachten erstellen und in diesem Jahr Kinder im Fokus der Prävention war die Koordinatorin der verschiedenen Gutachterinnen und Gutachter Professorin Dr. Gina Wollinger. Wir hören von ihr nochmal ein zusammenfassendes Statement heute und dann darauf aufbauend, auf den Erkenntnissen des Gutachtens oder der verschiedenen Gutachten, wird jedes Jahr eine Erklärung verabschiedet, die der Deutsche Präventionstag mit seinen Partnern, mit seinen Partnerorganisationen verabschiedet. Und Claudia Heinzelmann wird diese Erklärung vorstellen, die Sie übrigens auch natürlich herunterladen können auf unserer Webseite. Die Kindheit gehört zum Menschsein dazu. Und dennoch gibt es kein universelles Verständnis von Kindheit. Kindheit ist ein soziales Konstrukt, sowohl was die Altersspanne umfasst, als auch das, was wir darunter verstehen, was eine gelungene Kindheit ausmacht. Kinder im Fokus der Prävention lautet das Schwerpunktthema des 27. Deutschen Präventionstags. Und auch dieser Diskurs hat sich verändert. Ging es früher noch eher um sogenanntes kriminelles Verhalten von Kindern, Kinderdelinquenz, geht es heute um Bedingungsfaktoren für eine gelungene Entwicklung und Schutzkonzepte, um Gefahren der Kindeswohlgefährdung einzudämmen. Auch dieses Jahr hat der Deutsche Präventionstag eine Herausgabe einer wissenschaftlichen Expertise veröffentlicht, die in das Thema einführt. Zu den Themenbereichen gelungene Entwicklung, Kinderrechte, Kinder als Betroffene von physischer, psychischer und sexualisierter Gewalt sowie die Folgen der Corona-Schutzmaßnahmen finden Sie eine Übersicht über den Stand wissenschaftlicher Forschung sowie einen Ausblick dahingehend, worauf es in naher Zukunft für eine wirksame Prävention ankommt. Doch das erste Wort gehört den Kindern. Wenn ich morgens mit dem Fahrrad zur Schule fahre, finde ich das mehr Sicherheit für Kinder geben sollte. Dass Kinder vielleicht schon ein bisschen früher, irgendwie mit 14 oder so, nicht unbedingt spielen dürfen, aber dann auch wenigstens ein bisschen mitsprechen können. Ich finde, da sollte man ein bisschen mehr Rücksicht auf Kinder nehmen. Wenn ein Kind was falsch macht, dass man zu einem fremden Kind nicht sofort so laut wird. Und die dann eigentlich auch in der Schule schon Förderbedarf brauchen. Dass dann gesagt wird, Realschulempfehlung fertig. Und das finde ich nicht sehr gut, weil denen soll geholfen werden. Dass auch wirklich jeder Glauben in den Schulen seine eigene Unterrichtsgruppe bekommt. Ich finde es auch wichtig, dass Kinder machen können, was sie wollen. Also zum Beispiel bei den Hobbys. Der Deutsche Präventionstag und die ständigen Veranstaltungspartner Stiftung Deutsches Forum für Kriminalprävention, DFK, Programm Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes, PROPK und der Weiße Ring, 4. und 5. Oktober 2022. Hannoveraner Erklärung des 27. Deutschen Präventionstages. Kinder im Fokus der Prävention. Die aktuelle Lebenssituation von Kindern, verbunden mit der Frage, was und wie mehr für ein gewaltfreies und gesundes Aufwachsen der heranwachsenden Generation getan werden kann, stellte der 27. Präventionstag 2022 in das Zentrum seiner Debatten. Prävention ist am effektivsten, wenn sie frühestmöglich ansetzt. Nicht nur während der aktuellen Krisen, auch schon zuvor fanden die Belange von Kindern gesellschaftlich zu wenig Beachtung. Mit seiner Schwerpunktsetzung hebt der Deutsche Präventionstag gemeinsam mit seinen ständigen Partnern hervor, dass Präventionsarbeit mit Kindern und für Kindern die besten Erfolgsaussichten für den Aufbau und Erhalt einer krisenfesten und gewaltfreien demokratischen Gesellschaft bietet. Welche Eckpunkte dazu besonders relevant sind, ist in der vorliegenden Hannoveraner Erklärung zum 27. DPT kompakt zusammengefasst. Die Hintergründe dieser Forderungen sind in den Expertisen zum Deutschen Präventionstag ausführlich dargelegt.
Die in der UN-Kinderrechtskonvention festgeschriebenen Rechte sind in Deutschland noch nicht umfassend umgesetzt. Auch fehlt eine Verankerung der Rechte von Kindern im Grundgesetz. In Einrichtungen für Kinder sind Rechte und Schutzkonzepte partizipativ zu erarbeiten. Dies stellt einen nachhaltigen, organisationalen Veränderungsprozess zur Sicherung der Rechte von Kindern dar. Zu den Gelingensbedingungen ist weitere Begleitforschung zu Erfolgsfaktoren von Schutzkonzepten notwendig. Die grundlegende Förderung der Life Skills von Kindern, also allgemeine Lebenskompetenzen, Selbstwirksamkeitserlebnisse und anderes mehr, ist auch im Hinblick auf die Prävention von Gewalt und Kriminalität essentiell und im Bereich der universellen Prävention noch deutlich zu intensivieren. Maßnahmen, die der gesamten Altersgruppe zuteil werden, scheinen hier eine breite Wirkung zu entfalten, wobei der Ansatz an den Ressourcen der Kinder als besonders zielführend gilt. Die frühe Förderung ist auf die Vermeidung von Risikofaktoren und die Stärkung von Schutzfaktoren gezielt auszurichten. Besondere Beachtung gilt dabei den sensiblen Entwicklungsphasen. Im Rahmen der selektiven Prävention können präventive Maßnahmen differenziert und konkret erarbeitet werden, wenn bereits vorhandene Schutzfaktoren und mögliche Risikofaktoren in den kindlichen Lebenswelten erkannt werden. Maßnahmen der indizierten Prävention bedürfen einer konsequent an den Ressourcen und Defiziten des einzelnen Kindes oder der einzelnen Gruppe ausgerichteten Fokussierung und einer intensiven wissenschaftlichen Begleitung. Präventive Maßnahmen sollten möglichst alle Lebensumfelder der Kinder, den häuslichen, schulischen sowie Freizeitbereich umfassen und die primär beteiligten Personen einbeziehen. Als ein besonderes Handlungsfeld erscheint ein moderierter Umgang mit der digitalen Welt. Auch im Rahmen der Verhältnisprävention müssen günstige Rahmenbedingungen für eine gelingende Entwicklung geschaffen werden, zum Beispiel durch gesetzliche Regelungen zum Schutz von Kindern. Forschungsdesiderata bestehen auch grundlegend bezogen auf die Datenlage zur Gewalt gegen Kinder, sowohl im innerfamiliären wie außerfamiliären Kontexten. Die schon länger bestehende Forderung nach der Einführung eines Monitorings des Dunkelfeldes wird durch den Deutschen Präventionstag ausdrücklich unterstützt. Es fehlt zudem noch immer an ausreichendem verlässlichen Wissen über die Wirksamkeit präventiver Maßnahmen. Daher müssen Wirksamkeitsuntersuchungen finanziell gefördert werden. Gleichzeitig sind Anreize zu schaffen, die auf den gezielten Einsatz wirkungsgeprüfter Konzepte hinsteuern. Kinder sind nicht für ihren Schutz verantwortlich. Deswegen bedeutet Prävention von sexueller Gewalt vorrangig Aufklärung und Wissen für Erwachsene. Den Kindern ist zu vermitteln, dass sie das Recht haben, allein über ihren Körper zu bestimmen und ihre Grenzen zu vertreten. Dieses Recht sollte für die Kinder im Alltag erfahrbar sein und von den sie umgebenden Erwachsenen vorgelebt werden. Es ist wichtig, dass sie wissen, an wen sie sich wenden können, wenn sie Hilfe brauchen. Für ein gesundes Aufwachsen und die Entwicklung einer eigenständigen und selbstsicheren Persönlichkeit sind keine Kontrollen, sondern Freiräume und Vertrauen seitens der Erwachsenen vonnöten. Angesichts des Einflusses der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie auf die Entwicklung von Kindern empfiehlt der Deutsche Präventionstag zum einen die gezielte Förderung der besonders betroffenen benachteiligten SchülerInnen. Adäquate personelle Ausstattung der Schulen ist dazu unerlässlich. Zum anderen ist auch die Einleitung lange überfälliger Reformen unabdingbar, wie die Reduktion und Neugewichtung der Lehrplaninhalte und die grundlegende Ausrichtung an der Förderung der Freude am Lernen als pädagogischem Leitmotiv. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen dann viele Erkenntnisse bei den nachfolgenden Vorträgen und Praxisimpulsen. Und wie stets, bleiben Sie gesund, bleiben Sie zuversichtlich und dann bis nächste Woche. Tschüss.